Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Tutorial Dark Souls 3. In dem heutigen Tutorial geht es um das, wie ihr ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Seelen farmen könnt. Und das, glaube ich, auch vielleicht innerhalb von 2 Minuten ca. 50.000 Stück. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ihr müsst startet am großen Archiv. Genau, müsst ihr euch natürlich vorher schon die ganzen Shortcuts freigeschaltet haben. Und dann geht ihr hier gleich vom Leuchtfeuer aus rechts zu dem Fahrstuhl. Da rein. Und dann fahrt er da hoch, ist klar. Ganz wichtig, ihr müsst den Zauber Harmonie ausgerüstet haben. Für diesen Zauber benötigt ihr 10 Zaubereipunkte und einen Zauberei-Slot. Dann könnt ihr diesen ausrüsten. So, dann geht ihr hier die Treppe hoch. Dann immer links halten. Immer schön nach links. Hier lang, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Genau, hier kommen auch keine Gegner, keine Angst. Einfach, könnt einfach durchrennen. So. Dann Harmonie ausrüsten. Ich zeige euch das jetzt. Und die drei Ritter da oben. Das sind unsere Jackpots. Die geben richtig viele Seelen. So, warten bis sie kommen. So, jetzt kommen sie. Gleich wieder zurück. Warten bis der erste hier raufspringt. Und sofort den Zauber wirken. Genau. Und schon, schaut euch das an. Braucht gar nichts machen, überhaupt nicht gefährlich. Ich hoffe mal, dass mein Ritter jetzt gewinnt, es sieht nicht so aus. Okay, der ist down. Machen wir. Okay, dann müssen wir den dann schon killen. So, und down. Und was kriegen wir dafür? 17.160 pro Gegner. Und ihr kriegt auch noch schöne Waffen. So, hier ist der dritte. Geht einfach ganz langsam ran. Harmonie auswählen, anvisieren. Und circa hier wirken. Genau. Und schon ist das Ding erledigt. Könnt ihr euch Zeit lassen. Der wirkt ziemlich lang, jetzt habe ich glaube fast eine Minute oder so. So, und down und nochmal 17.160 Seelen. Genau, ich habe den Schlangenring ausgerüstet. Und ich habe dieses Schild ausgerüstet, Schild des Verlangens. Zeige ich euch warum. So, Schild des Verlangens. Und zwar Schild eines alten Königs, der euch vom Fluch eines unstillbaren Durst befallen war, der ihn am Ende seines Königstitels beraubte. Ein Teil der Lust des Königs schwellt noch immer in diesem Schild und erhöht die Anzahl der beim Besiegen von Feinden gesammelten Seelen. Also mit diesem Schild bekommt ihr, glaube ich, auch mehr Seelen. Genau, das macht ihr ein paar Mal und dann könnt ihr auch wieder schön leveln. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ciao, euer Andi.